So, wir rufen den nächsten Hüter einer Blockade, die jetzt als nächstes dran ist, geklärt zu werden. Was taucht auf? Kommt gerade nichts. Kommt gerade nichts. Okay. Wenn wir weiter zurückgehen, wir waren ja gerade beim inneren Kind, und wenn wir jetzt nochmal bis zum Fötus gehen zum Beispiel und deinen Fötus bzw. deine Mutter mit dem Fötus in den Raum rufen, wie fühlt sich das an? Ja, kann mich auch sozusagen annehmen. Also Okay, es wenn. fühlt sich leuchtend an, also da strahlt ein Licht um uns rum. Oh, schön. Okay. Kannst du deine Mutter, so wie sie ist, schwanger mit Fötus in den Arm nehmen? Ja. Okay, dann lass einen Austausch stattfinden, ne? Also du gibst Energie ab in Richtung deiner Mutter, lässt Liebe fließen. Du nimmst Energie an, die von deiner Mutter mit Fötus zu dir fließt, und du schließt praktisch den Kreis und lässt dort einen Prozess ablaufen, beobachtest den Prozess. Was passiert? Wie fühlt sich das körperlich an? Gibt mir Energie. Okay, lass den Prozess ablaufen, bis du das Gefühl hast, dass er rund ist. Und sag mir dann Bescheid. Ja. Okay, wie ist es mit dir und dem Fötus, dir als hierher geborenes Wesen? Wie ist eure Resonanz? Gehört auch in mein Herz irgendwie. Wie im Herz, wie meinst du das? Gehört in mein Herz. Okay. Dann lass auch hier die Kraft dieses inneren Kindes wieder zurück zu dir fließen, in dein Herz, dahin, wo diese Kraft, wohin dieser Anteil gehört. Wie fühlt sich das an? Was passiert dabei mit dir? Das lässt mich leuchten. Wie bitte? Es lässt mich leuchten. Ja, dann geh bis ganz in das Leuchten, und wie fühlt sich das körperlich an, wenn du leuchtest? Naja, ich bekomme so ein Grinsen im Gesicht. Das ist gut. Dann lass dieses Grinsen sich im ganzen Körper ausbreiten und fühl es wirklich bis in die Zehenspitzen und bis in deine Haarspitzen. Was es mit dir macht, wenn dieses Grinsen sich im ganzen Körper verteilt, und beobachte diesen Prozess, während der Fötus, die Kraft des Fötus wieder zu dir zurückkehrt und sich in deinem Körper verankert. Und sag mir Bescheid, wenn der Prozess soweit rund ist.
Ja. Okay, wunderbar. Wir hatten gestern so einen Moment, wo sozusagen das Inkarnieren, das in den Körper hineinkommen, sogar im Fötus, im fötalen Zustand, wie ein kleines Trauma war, ja? Also nicht hier sein wollen. Kannst du da nochmal rein eintauchen, das nochmal auftauchen lassen? Wie fühlt sich das an, hier nicht sein zu wollen, hierher gezwungen zu werden, hier nicht herzugehören und all die damit verbundenen Gefühle? Na, das fühlt sich kalt an und irgendwie so hoffnungslos und mächtig. Okay, dann stellen wir die jetzt auf. Lass dieses Gefühl, all das, was damit zusammenhängt, als ein Hüter auftauchen. Was passiert? Vor mir steht ein ganz großes Schloss aus Schnee und Eis. Hui. Okay. Es ist auf jeden Fall kalt. Ist okay. Es ist kalt. Wie fühlt sich das körperlich für dich an, dieses Schloss wahrzunehmen? Naja, das ist halt ziemlich groß und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, weil drin wohnen will ich nicht, weil das ist mir viel zu kalt. Okay, gut. Wir gehen in den Herzraum, weiten den auf den Schutzraum und du gehst von Herzen aus, weitest den Schutzraum bis zu diesem Schloss und tippst es von Herzen her an, um es in Schwingung zu versetzen. Was ist dein Gefühl? Ist das ein Teil von dir oder kommt es von außen? Oder ist es undefinierbar im Moment? Also, da meldet sich jetzt irgendwie mein Herz und irgendwas muss da jetzt rein, aber so nicht, so wie das da steht. Ja, okay, gut. Gehen wir nochmal die Möglichkeiten durch in dem Sinn. Was löst am meisten Resonanz in dir aus? Dem Hüter für was auch immer zu verzeihen, dass es was auch immer mit dir gemacht hat? Dir selbst zu verzeihen, was auch immer dein Anteil daran sein mag? Oder verzeihen zu empfangen, dass dir verziehen wird oder verziehen wurde für was auch immer? Was löst am meisten Resonanz aus? Ihn selber verzeihen. Dir selber. Dann fangen wir erstmal damit an. Schicke dir selber Licht, Liebe, Verzeihen und schließe den Kreis mit dir selbst. Dich selbst annehmen mit all dem, was auch dein Anteil daran gewesen sein mag, und dir zu verzeihen und auch das loszulassen. Dich selbst dafür verantwortlich oder gar schuldig zu machen. Wie fühlt sich das körperlich an? Was passiert dabei? Mein Herz wird warm. Okay, dann lasse ich diese Wärme ausbreiten. Beobachte den Prozess und sag mir, wenn du das Gefühl hast, dass es rund ist, dir selbst zu verzeihen.
Fühlt sich gut an? Ja, das ist, als wenn ich ganz tief in mich reinsinken würde. Dann mach das. Sinke ganz tief in dich hinein und beobachte dich dabei, wie du tief in dich hinein sinkst. Was das mit dir macht, wie sich das anfühlt und wie sich das im ganzen Körper ausbreitet und verankert und verwurzelt. Bis du das Gefühl hast, dass das rund ist und dass du dir rundum vollends vergeben hast, für was auch immer dein Anteil daran sein mag. Ja, tief durchatmen. Kraft rein, Ballast raus. Das bringt einiges in Bewegung, wa? Ich habe mich gerade richtig als ich, also als meine Seele gefühlt, weißt du, wie ich meine? Ich kann es nur erahnen, aber ich, ja. Also meine Seele ist so wie so eine Kugel und die hat so lauter so Regenbogenfarben und sieht voll schön aus. Okay, das heißt, du kannst das Gefühl, sich selbst voll annehmen zu können, so wie man ist. Meine Seele, ja. Deine Seele, okay. Ja. Okay, das klingt erstmal rund. Ich glaube, die größere Herausforderung ist, diesem Eisschloss zu vergeben, für was es auch immer darstellen möge als Hüter. Wie fühlt sich das an, Verzeihen in die Richtung dieses Eisschlosses fließen zu lassen? Ja, doch, das geht jetzt auch. Das geht jetzt auch. Dann beschreib, lass es mal geschehen, dort deine Lichtliebe und Verzeihen hinfließen zu lassen und beschreibe mir, was passiert. Also das wird auf jeden Fall schon mal kleiner, also ungefähr so meine Größe. Wie puppenhausmäßig so zum, oder ist kein Schloss mehr. Wir sind halt so klein wie ich, also schau doch ein Schloss, aber halt in klein. Okay. Aber jetzt kann ich es auch sozusagen umarmen. Okay, dann mach das mal. Was passiert? Schmilzt. Es schmilzt. Okay, interessant. Dann lass es schmelzen, nimm es in den Arm. Es schmilzt. Und halte es von Herzen sozusagen. Das schmilzt in mein Herz rein. Interessant. Lass den Prozess ablaufen und beobachte weiter, was passiert und erzähl mir. Ja, jetzt ist es komplett in meinem Herzen. Okay. Hat sich soweit aufgelöst, sozusagen? Okay, gut. Dann gehen wir nochmal rüber in den Herzraum, weiten den bis zum Schutzraum. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass deine Seele, dein Geist oder wie wir das auch immer benennen möchten, in deinen Körper hinein inkarniert, wie fühlt sich das an? Also in dem fötalen Zustand dort. Dass Körper und Geist, Seele
dass das eins wird? Wie fühlt sich das an, hierher zu geboren zu werden? Ja, irgendwie trotzdem anstrengend, also eingesperrt. Okay. Frei sein. Okay. Dann lassen wir nochmal, lass dieses Gefühl auftauchen, diese unangenehmen Gefühle, lass die hochkommen, eingesperrt sein, frei sein wollen und so weiter. Und wir stellen die als Hüter auf. Was passiert? Was taucht auf? Naja, also außen sehe ich jetzt nichts. Es ist eher so, als wäre in meinem Herz irgendwie so eine schwarze Kugel drin. In deinem Herz eine schwarze Kugel? Ja. Okay, was ist, wenn du die jetzt einfach von Herzen her hältst? Wir gehen jetzt nochmal deutlicher eine Ebene tiefer in den Herzraum hinein. Also spann nochmal bitte tief einatmen, Luft anhalten und den ganzen Körper anspannen. Und dann beim Ausatmen in die Entspannung rüber wechseln. Und nochmal tief einatmen und den Herzraum, die Kugel anspannen, den Bereich, so fest du kannst. Und dann wie in die Selbstumarmung, in ein noch tiefer, kuscheliges Gefühl hinein. Und nochmal dich ganz anspannen, den ganzen Körper. Einatmen, anspannen. Luft anhalten und nochmal ganz rüber wechseln, eine Ebene tiefer in die Selbstannahme und in das kuschelige Gefühl. Und von hier aus hältst du jetzt, vom Herzraum aus, hältst du diese schwarze Kugel, so wie das Eisschloss im Prinzip. Was passiert mit der schwarzen Kugel? Kannst du die praktisch mal herausnehmen und vor dich stellen und anschauen? Aber wenn ich die rausnehme, dann fehlt da was. Ja, kann ja wieder rein. Du tust sie ja nur, um sie von außen zu betrachten. Ja. Nur mal anschauen von außen, um die Perspektive zu wechseln. Dir nichts rausreißen, sondern einfach nur die Perspektive, einen geistigen eine geistige Jonglage, um sie anzuschauen. Wie wirkt sie auf dich? Was ist es? Wie fühlt sich das an? Sieht schön aus, glänzt. Aber ich glaube, ja, da ist vielleicht irgendwas drinne. Irgendwas Blödes. Ja, kein Ding, okay. Aber du hattest das Gefühl, dass es grundsätzlich ein Teil von dir ist und dass es nichts Äußeres ist in dem Sinn, was von außen kommt. Ja. Eventuell ist da was drin, was da so nicht reingehört. Ist das richtig? Ich glaube, da ist eine ganze Welt drin. Ja, okay. Gut. Ja, ist eine Kugel, ne? Eine Kugel steht ja für mehr als nur einen Kreislauf, sondern für komplexere, in dem Sinn, Welten. Okay, jetzt Quadratur des Kreises. Jetzt stell dir einfach mal vor, also einerseits wieder führen wir wieder die Kugel wieder zurück zu dir. Also sie wird dir nicht verloren gehen in dem Sinn. Aber jetzt stell einfach dir mal vor, du würdest die Kugel umstülpen und von innen das Innerste nach außen sozusagen. Sie einfach auf den Kopf stellen. Und jetzt kann die Kraft dieser Kugel wieder so zu dir zurückfließen, wie sie in Wirklichkeit in dich hineingehört. Vielleicht links, nach rechts, oben, nach unten. Alles in dieser Kugel kann sich verändern und dorthin, wo es wirklich hingehört. Und als Kraft wieder zu dir zurückfließen, wie es wirklich in dich hineingehört. Was passiert?
Die ist jetzt in meinem Hals. Okay. Und wie ist sie da? Auch eine schwarze Kugel? Ja, schon, aber das ist so, als würde da irgendwas ausstrahlen. Okay, wohin strahlt es denn? In mein Herz. Vom Hals in den Herz. Ja. Wenn du es jetzt nochmal aus dem Hals herausnimmst und vor dich hältst, um es von außen anzuschauen, wie schaut es jetzt aus? Hat es sich verändert? Also vorhin war die ganz schwarz und jetzt ist die eher so marmoriert, das mit so weißen Dinger drauf Mustern. Okay. Und wenn wir das jetzt praktisch nochmal machen, wenn wir sie jetzt nochmal wie das Innerste nach außen kehren, umstülpen, von links nach rechts, oben nach unten, sie praktisch wie auflösen und dann darf sie wieder zu dir so zurückfließen, wie sie in Wirklichkeit in dich hineingehört. Die Kraft darf wieder zurückkehren von dieser Kugel, so wie sie wirklich in dich hineingehört von Herzen. Was passiert? Ich habe die jetzt in den Himmel hochgeworfen bis zur Sonne und dann hat sie sich dort aufgeladen mit dem Licht der Sonne und kommt jetzt zurück und sieht aus wie so eine kleine Sonne. Okay. Was ist dein Gefühl? Ist das ein Teil von dir oder kommt das von außen? Nein, das muss wieder nicht zurück. Das muss wieder in mein Wo? Herz kommen. Okay, dann lass es dorthin fließen als Kraft, wo es wirklich hingehört. Wie fühlt sich das an, wenn diese Kraft wieder zu dir zurückkehrt? Gut. Das strahlt in meinen ganzen Körper. Gut, lass es sich auch im ganzen Körper verwurzeln. Achte darauf, wie sich das körperlich anfühlt, wenn diese Kraft zu dir zurückkehrt. Und wie sich diese Kraft, also dort, wo du es am deutlichsten im Körper fühlst, wie es sich auch bis in den restlichen Körper hinein verwurzelt. Lass diese Kraft wieder vollständig zu dir zurückkehren und fühle, wie sich das körperlich anfühlt. Und sag mir Bescheid, wenn der Prozess soweit rund ist. Ja. Okay. Meine Vermutung ist, dass das in dieser Kugel, dass das Grundüberzeugungen über dich selber waren, die nicht so förderlich waren. Und wenn das stimmt, dann lass die jetzt einfach mal auftauchen. Lass das, was das ursprünglich schwarz gemacht hat, als Welt, als ganze Ich Welt, verstehe als dich gerade ganz. nicht mehr. Warte. Ja. Das war Hörst du das mich gerade wieder jetzt? unsere Kuh. Jetzt höre ich dich wieder, ja. Okay. Meine Vermutung ist, dass das deine Grundüberzeugungen über dich selbst waren, die gegen dich selber gerichtet sind. In der schwarzen Kugel sozusagen. Wenn das stimmt, dann lass die jetzt einfach mal auftauchen und nochmal an die Oberfläche kommen. All deine Glaubenssätze über dich, die dieser dunklen Natur sind, lass sie auftauchen und lass sie sich auflösen. Also alles, was in die Richtung geht, ist nicht wert zu sein, nicht hierher zu gehören. Nicht Teil von hier zu sein, nicht die Liebe wert zu sein und so weiter. Lass diese Gefühle auftauchen und schau zu, wie sie sich auflösen. Wenn es stimmig ist, dass in dieser dunklen schwarzen Kugel Überzeugungen waren, die du nicht mehr brauchst und die wir jetzt auch aufgelöst haben, dann lass sie nochmal auftauchen und durch dein System gehen, um sich vollständig aufzulösen. Was passiert? Ich kann da jetzt gar nichts Negatives mehr fühlen in der Kugel drinnen. In der Kugel ist nichts mehr. Ja, das mag sein. Aber was war in der Kugel? Ist dir bewusst, was sich dort aufgelöst hat?
weiß ich nicht, ich habe vorhin ganz kurz so gefühlt, was da drinne war. Das war halt so eine Welt, wo alles schwarz war irgendwie, also ganz dunkel. Ja, aber das war auch Teil von dir. Ja, schon so Bäume gesehen, alles war halt ganz dunkel und kalt und ich. Okay. Kennst du diese Welt? Wie meinst du das, ob ich die kenne? Naja, sie war ja gewisserweise Teil von dir. Aber die war ja in der Kugel drinne. Meinst du nicht, dass die Kugel, die in dir war, ein Teil deines Innersten beschreibt? Ja, kann schon sein. Okay. Gut. Wie fühlt es sich jetzt an, in diese Welt, in diesen Körper, in deinen Fötus hinein zu inkarnieren und hier geboren zu werden? Fühlt sich leichter an. Okay, dann geh mal geistig einfach da durch. Praktisch dein Geist, deine Seele, die du vorhin ja auch gesehen hast, geht wie in eine kleine Minikugel hinein, die dein Körper, dein Fötus darstellt sozusagen, um dann hier geboren zu werden, aus deiner Mutter heraus in diese Welt hinein. Wie fühlt sich dieser Prozess für dich an? Also da ist eher auch Freude dabei. Das ist doch klasse. Okay, dann nimm das Bild oder was du jetzt auch gerade eben durchlebt hast, also diese Vorstellung, hierher geboren zu werden. Und lass auch diese Kraft, dass da Freude dabei ist, lass auch das zu dir zurückkehren und sich in deinem Körper, in deinem Bewusstsein, in deinem Sein verankern. Lass das wie zu einem neuen Kern deines Seins werden, das hierher geboren zu werden mit Freude verbunden ist. Was macht das mit dir? Ja, das lässt mich halt positiver so in die Welt schauen, irgendwie. Sieht halt nicht mehr so dunkel aus wie vorher. Ach, vorher sah es dunkel aus. Okay. Ja, das fällt mir jetzt halt gerade so auf. Ja, sehr gut. Und genau das wäre jetzt spannend, dass du tauch noch mal so wie in diese dunkle Welt ein, schau sie dir an und verabschiede sie. Verabschiede das hast du gerade aufgelöst, die Welt aus diesem dunklen Blickwinkel heraus zu betrachten. Und jetzt ist mindestens ein neuer Aspekt, ein neuer Blickwinkel in dir aufgetaucht, wo du das Ganze aus einem völlig neuen und fröhlichen, glücklichen Blickwinkel eben auch betrachten kannst. Also beerdige, verabschiede diese dunkle Sichtweise, verabschiede diese dunkle Kugel. Und schau dir sozusagen deinen neuen Wesenskern an, in den du in Wirklichkeit hineingeboren wurdest. Wie fühlt sich das an, was passiert? Na, ich fühle mich halt so anders. Ich fühle halt, wie diese Sonne jetzt irgendwie in mir leuchtet und aus mir rausstrahlt. Sehr schön. Okay, wir hatten gestern auch so eine Situation. Das eine ist, du schickst, mögen alle Wesen glücklich sein, in alle Himmelsrichtungen Liebe. Ja?
Das, was ja zu einem großen Teil auch dein Wesen ausmacht, glaube ich. Und jetzt switchen wir rüber auf die andere Seite und du nimmst aus allen Himmelsrichtungen, wie von jedem Stern, von jedem Lichtpunkt aus jeder Himmelsrichtung kommt, auch Liebe auf dich zu. Wie fühlt es sich an, die anzunehmen? Gut, lässt mich noch mehr leuchten. Okay. Im Gegensatz dazu, dass das gar nicht möglich war gestern noch. Ja. Ist das ein großer Sprung. Gut, wunderbar, schön. Ich glaube, wir sind soweit durch. Jetzt einmal geritten sozusagen durch deine, durch die Subpersönlichkeiten bis zum inneren Kind und das bis zum Fötus und das bis zum hierher geboren werden. Ich glaube, das ist ein großer, großer Sprung. Tausend Dank. Wir gehen nochmal in den Herzraum, laden alles aus, was wir angefangen, nicht beendet, eingeladen und nicht ausgeladen haben. Setzen hier einen Schlusspunkt und erwachen ins Leben. Yes. Okay, cool.